Mein Name ist Klaas Röhl. Ich bin Gründer und Obmann der Patientenorganisation NF Kinder. Wir setzen uns für Menschen in Österreich ein, die von Neurofibromatose betroffen sind. Neurofibromatose ist eine vielseitige und komplexe Erkrankung und derzeit unheilbar. Deswegen ist es uns wichtig, Maßnahmen zu setzen, die schon jetzt das Leben von Menschen mit Neurofibromatose verbessern können. Bis zu 80% der Kinder mit NF1 weisen Teilleistungsschwächen auf, die eine große Belastung im schulischen Alltag darstellen können. Deswegen haben wir mit der Medizinischen Universität Wien ein gemeinsames Projekt gestartet. Mein Name ist Thomas Pletschko, ich bin klinischer Psychologe und Neuropsychologe an der Kinderklinik und arbeite schon seit vielen Jahren im neuroonkologischen Bereich bzw. mit Kindern mit Neurofibromatose. Mein Tätigkeitsschwerpunkt ist die Diagnostik von Stärken und Schwächen, insbesondere in den Bereichen Gedächtnis, Aufmerksamkeit, schulische Fertigkeiten, aber auch andere Fähigkeiten betreffend. Und mir ist es vor allem wichtig, mit den Ergebnissen dieser Diagnostik in den Beratungsgesprächen auch Lösungen für etwaige Schwierigkeiten im Alltag zu finden. Ich habe in den Gesprächen mit den betroffenen Kindern, wie auch mit deren Eltern und auch mit Lehrerinnen und Lehrern, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es oft einfache Dinge sind, die im Alltag helfen können. Gerade im Gespräch mit Fachkolleginnen und Kollegen ist mir aber auch aufgefallen, dass noch viel zu wenig Wissen über die Erkrankung und über neuropsychologische Ansätze in diesem Zusammenhang vorhanden ist. Und das scheint, wenn man die Literatur ansieht, auch im internationalen Raum noch immer so zu sein. Und daher haben wir das Projekt Fit für die Schule trotz Neurofibromatose ins Leben gerufen, wo wir Leitlinien entwickeln werden, sodass die psychosoziale Betreuung dieser Kinder und deren Familien international auf dem gleich hohen Level erfolgen kann. Die Untersuchungen, die dafür notwendig sind, die wird die Frau Magister Oberquell durchführen. Mein Name ist Neeltje Oberquell. Ich bin klinische Psychologin und arbeite an der Kinderklinik. Seit Januar 2016 arbeite ich an dem Forschungsprojekt Fit für Schule und Beruf trotz Neurofibromatose. Dabei handelt es sich um eine Längsschnittstudie, bei der ich untersuche, welche Teilleistungsschwächen bei Vorschul- und Schulkindern mit Neurofibromatose Typ 1 häufig auftreten und wie sich diese auf die schulische Teilhabe auswirken. Die Fähigkeiten der Kinder werden von mir spielerisch getestet, ausgewertet, den Eltern und Kindern rückgemeldet und Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Die Auswirkungen von anderen krankheitsbedingten Symptomen der NF1 auf die Leistung der Kinder werden ebenfalls analysiert. Wir erwarten uns von den Forschungsergebnissen insbesondere, dass wir genau wissen, wie wir die Kinder bestmöglich auf den Schulalltag vorbereiten können, indem wir bereits im Vorschulalter die Kinder genau untersuchen. Bitte unterstützen Sie dieses Projekt. Spenden Sie jetzt und schenken Sie Kindern mit NF die Hoffnung auf eine positive Zukunft. Danke.